Oh fuck. Okay. Dann müssen wir dem guten Herrn mal folgen. Das ist definitiv nicht mehr Dr. Garneau, aber ich glaube, wir haben soeben mit dem Leviathan von Dies gesprochen. Jemand hat die Energie gekappt. Na ja, das wohl war. Jetzt ist er weg. Verschwinden Sie! Warten Sie! Wir müssen vor ihm bei dem Artefakt sein. Er sagte, es sei in den Minen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Nehmen wir noch den mit dem Pfeil dran hier. Okay. Na super. Aus Garneaus Notizen haben wir einen Navipunkt für das Artefakt. Die Karte zeigt eine Wartungstür an der nächsten Bahnstation an. Anscheinend wollen wir nicht als Einzige dorthin. Ich registriere ein Muster. Trotz des Mittelwertes kommt es nie vor, dass sich die Reaper von uns wegbewegen. Gut. Räumen wir mal ein bisschen auf hier. Solange es nur Husks sind. Komm, bleib liegen. Das war Edi. Okay, ich glaube, wir haben erstmal Ruhe, oder? Auch wenn hier so ein komisches Geräusch von der Seite kommt. Egal. Wir gehen mal weiter. Hops. Gut, müssen wir uns also ein Wettrennen mit dem Leviathan im Körper von Garneau liefern. Die Frage ist, was will er machen, wenn er am Artefakt angekommen ist? Ich meine, selbst wenn er dann dort ist, ich meine, er hat keine Chance gegen uns jetzt in dem Körper. Jetzt ist er weg. War er da, ja? Gut zu wissen. Komm, ich räume mal hier ein bisschen mit den Marodeuren auf. Fall um. Nein, 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 ich will eigentlich... Kannst du mal bitte? Dankeschön. Und ich gehe direkt... Nein, ich wollte gar nicht das. Naja, was soll's. Ich wollte eigentlich direkt wieder wegspringen. Ah, diese kleinen Drecksviecher sind auch wieder da. Fall um! Komm! So, ohohoho, was ist denn hier los? Oh shit! Grafik? Danke. In wem habe ich denn gerade drin gesteckt hier? Ach, die kriege ich nicht von hier aus, oder wie? Ist ja auch interessant. Na gut, dann... Was mache ich denn da? Ich schieße mal ein bisschen mit dem Blutbad. Und da kommt auch schon der Nächste. Okay. Da haben wir den Kollegen. Und ich komme mal euch besuchen hier. Was? Fall um. Nicht doch. Also ehrlich mal. So, kommen die denn gar nicht mehr runter von ihrer Empore hier? Das ist aber schade. Ich möchte doch spielen. Edi, mach doch mal bitte. Gibt's denn jemanden, der direkt zu mir spielt? Ja. Große Klappe und das kommt dann raus dabei. Ich wollte gerade sagen, gibt es niemanden, der direkt mit mir spielen möchte? Mit denen möchte ich nicht spielen. Ganz ehrlich, das... Nein, nein. Definitiv nein. Nein, nein, nein. Ich will das nicht. Oh Mann. Das kommt davon, wenn man die Fresse zu weit aufmacht. Oh shit. Verpiss dich. Oh nein, ich hasse sie so sehr. Könnt ihr bitte mal mitmachen? Oh Gott. Und schnell weg. Komm, komm. Weiter drauf, irgendjemand. Ach komm, ich mach das selber. Ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht mehr. Ich weiß nicht, ja. Ich habe ja auch nichts mehr abgezogen, seltsamerweise, ne? Ich wollte eigentlich noch mit einem Sturmangriff nochmal drauf gehen, aber daraus ist nichts geworden. Jetzt ist er weg. Davon ist er doch. Naja. Jetzt wisst ihr auch, warum ich dieses Gebiet nicht mochte. Ich habe ja, als wir hier reingekommen sind, gesagt, ich kann mich daran erinnern, dass ich das nicht sonderlich gemocht habe. Genau das war der Grund. Reaper im Übermaß inklusive Banshees. Sehr, sehr unschön. Mann.
Das ist eigentlich nicht so die optimale Variante, wie ich die hier bekämpfe. Haben wir denn hier drüben auch jemanden? Ja. Ah ja, oberer Balkon. Bin interessiert schon der obere Balkon. Wir kämpfen hier unten. So, ach, hier drüben ist noch einer, der mit mir spielen will. Komm. Mein Freund. So. Kommt noch einer von der Seite? Natürlich kommt noch jemand, der mich flankieren will. Ihr seid Schweinehunde. Und du wirst gar nicht erst einen Panzer anlegen hier. So, der da drüben, wie mache ich das denn am besten? Okay. So geht das. Gut. Haben wir zumindest schon mal die Tür freigeräumt. Erstmal das ganze Kleinvieh wegräumen hier. So, also zumindest ich habe eine Ecke gefunden, in der ich relativ sicher bin. Wie das mit den anderen aussieht, naja gut. Ist dann nicht mein Problem. Komm, Klappe halten. Ich glaube, gleich kommen wieder die Reaper vorbei. Die Banshees vorbei. Na, aber natürlich. So, könnt ihr mal irgendeiner von denen ins Visier nehmen? Dankeschön. So, gleich mal direkt drauf gehen. Schön. Gut, die Banshee hat es schon mal ganz gut erwischt. Ich gehe mal weiter mit dem Blutbad drauf auf die. Oh, was? Die hat das abgewehrt? Ernsthaft? So, das war's für die Nummer 1. Jetzt läuft's ein bisschen besser als vorhin, habe ich das Gefühl. Gut, jetzt habe ich auch eine Deckung, muss man dazu sagen, ne? Die blöde Kuh legt sich echt ein Energieschild auf. Das ist ja nicht zu fassen. Komm, mach mal hier. Ich glaube, die konzentriert sich auch auf mich. Das ist ja für meine Kollegen ganz... Okay, so viel dazu. Sie konzentriert sich doch nicht bloß auf mich. Geschafft. Okay. Nein. Da ist die Tür. Okay, suchen wir das Artefakt. Kommt bloß nicht auf die Idee, mir noch mehr auf den Hals zu jagen. Das ist ja ätzend. Ich hasse Banshees. Was war das? Oh nein. Die Energieversorgung der Tür wurde wohl unterbrochen. Die Problemstellen sind da draußen. Diese Drohne kann sie reparieren. Wir müssen sie eskortieren. Leider ist die Drohne beschädigt und läuft auf Reserveenergie. Dann sollten wir uns beeilen. Na, herzlichen Glückwunsch, die Drohne leiten. Auf geht's. Komm, kleines Ding. Leg mal einen Zahn zu. Ich habe keine Lust, jetzt hier stundenlang den Escort-Service für dich zu spielen. Wo haben wir denn hier irgendjemanden, der uns angreifen will? Aha! Ich komme schon vorbei. Moment. Ihr müsst gar nicht erst zu mir kommen. Ich komme zu euch. So. Das war's für den. Ja, den Marodeur, den hole ich mir gleich. Erstmal würde ich sagen, darf Idi sich hier noch kurz um die Panzerung in der Nähe der Drohne dieses Viehs kümmern. So, sind wir wieder bei unserer Drohne. Verstanden. Gut, wir können uns auch erstmal den Blutbad ein bisschen den Weg freiräumen, das geht schon. Wow, danke. Geh doch mal in Deckung, Mensch. Ist es denn zu fassen? Gut, das hast du den Verwüster. Keine Panik, das läuft. Ich komme mal zu dir rüber. Ja. Erstmal die Orientierung wieder gewinnen hier. So. Dann hätten wir das auch geschafft. Und die Drohne. Ach ja, man muss ja immer in der Nähe von dem Ding bleiben. Was jetzt?
Oh nein, bitte keine Banshees. Verstanden, ich bin dabei. Ja, ja, ich merk schon. So, dann geht's wieder los mit den Banshees. Natürlich, gegen die Mauer gesetzt, ist doch klar. Haben wir denn noch irgendwas anderes, was wir draufhauen können? Oh shit. Gar nicht mal so gut. Ja, ich bleib dabei mal ein bisschen in Deckung. Na toll. Natürlich alle Angriffe wieder genau in den Schild reingesetzt. Ist doch logisch. Kümmert euch drum, Jungs. Kommt. Ich glaube, die haben wir, oder? Ich brauche einen Gegner. Ich brauche einen Gegner. Shit. Ich konnte niemanden... wer hat mich denn jetzt angegriffen eigentlich? Oh nein. Kommt schon. Nein, nicht nochmal von hier aus. Oh, ihr seid so mies, Leute. Muss das denn sein? Mal ehrlich, wovon wurde mir jetzt das Leben abgezogen? Ich habe keine Ahnung. Reparaturen eingeleitet. Ach, was soll's. Ich hasse Banshees wie die Pest. Es gibt nichts Schrecklicheres als Banshees. Ich weiß nicht, wer sich die Viecher ausgedacht hat. Aber die sind so nervtötend. Na gut, was soll's. Dann eben gleich nochmal das Ganze. In der Nähe der Drohne bleiben. Ja, ja, ich kann gerade nicht. Falls du es nicht mitgekriegt hast, ich muss eure Arbeit machen und die Viecher weghauen. So, dann mache ich mal kurz hier die Pause. Damit wir nicht gleich wieder sterben. Ja, ich kann doch nicht. Ich muss doch hier töten. Wird gemacht. Meine Güte. Wenn ihr zwei Pfeffertrolle vielleicht mal in der Nähe von der Drohne bleiben könntet, wäre das auch super. Wozu seid ihr eigentlich zu gebrauchen, hä? Alles muss ich machen. Hier, der Verwüster steht doch auch noch. Kümmert euch da mal drum. Ja, schießt ins Nichts, genau. Du bist ein Held. Ja, jetzt muss ich mal so drauf gehen, sonst sterbe ich. Okay, ich gehe ja schon wieder zur Drohne zurück. So. Ach, hier drüben. Kümmert euch doch mal bitte. Ich soll ja bei der Drohne bleiben. Die Drohne hat kaum noch Energiereserven. Ja, quatsch nicht. Ich bin dabei. Sind doch gleich da. So, haben wir es geschafft. Oh. Reaper Blackstar? Oh, hätte ich das eher gefunden, das Ding. Oh, da können wir jetzt mal ein bisschen Spaß haben. Komm aus deiner Deckung vor, bitte. Danke sehr. So, erstmal ihr beiden. Okay. Bye bye. Das Ding zieht durch. Wunderbar. Zurück jetzt. Die Tür müsste online sein. Ich danke euch vielmals für diese tolle Errungenschaft der Technik. Das ist eine super Waffe. Gut, damit ist es natürlich ein ganzes Stück einfacher, wenn man die findet. Jetzt aber hinterher. Puh, bitte speichern. Das wäre schön. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Das Artefakt. Wie in Brysons Büro. Weg da, ich kann schießen! Zurück. Oh, shit! Der sieht viel eher aus wie Gano. Shepard, hier drüben! Was haben Sie? Das war nicht Gano.
sondern das hier. Er ist wohl schon eine Weile tot. Leviathan kann also Bryson töten lassen, diese Kolonie übernehmen und alle als Marionetten benutzen. Noch irgendwas Brauchbares? Verschlüsselte Daten und ein persönliches Log mit 8 verpassten Anrufen von einer Dr. Anne Bryson. Anne Bryson? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ich bin Commander Shepard. Alles in Ordnung? Ich glaube schon. Ich fühle mich komisch, aber in Ordnung. Erkennen Sie diesen Mann? Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Jemand hier hat ihn getötet. Jemand hier? Wie ist das möglich? Es tut mir so leid. Können Sie mir irgendwas darüber sagen, was hier passiert ist? Nicht wirklich. Ich erinnere mich, es war kalt. Ich erinnere mich an das Gefühl. Kalt und dunkel. Wenn dunkel ein Gefühl ist, habe ich genau das gespürt. Dieses Artefakt, wissen Sie, woher es kam? Es kam aus der Mine. Genau. Die Zentrale sollte jemanden schicken. Und an mehr kann ich mich kaum erinnern. Cortez, wie ist die Lage? Können Sie das Shuttle herbringen? Positiv. Sehr seltsam. Vor ein paar Minuten sind die Reaper-Streitkräfte einfach abgezogen. Reaper? Was ist ein Reaper? Welches Jahr haben wir Ihrer Meinung nach? 2176. 2176 war vor 10 Jahren. Was? Arrangieren Sie für diese Leute eine Evakuierung in vorübergehende Quarantäne. Diesen Leuten sind die letzten 10 Jahre nicht bewusst. Vieles wird sie schockieren. Zehn Jahre verloren. Anscheinend hat Leviathan nicht nur die Macht, einen Reaper zu zerstören, sondern kann auch indoktrinieren. Und was, wenn er ein Reaper ist? Tja, das könnte sein. Aber zumindest scheint er irgendwie gegen die Reaper eingestellt zu sein. Sonst würden die Reaper ihn nicht suchen, denn dann wüssten sie, wo er ist. Wenn er ein Reaper ist, will ich wissen, was er vorhat. Wie lange ist er schon da draußen? Und noch wichtiger, warum? Edi, haben Garnos Notizen etwas ergeben? Ja, Garno hat wohl einen Weg gefunden, die Gedankenkontrolle durch das Artefakt zu blockieren. Das Artefakt scheint der Schlüssel zu sein. Sieht so aus. Wenn ich wieder in Brysons Büro gehe, sind Sie dabei. Jawohl, Commander. Ich will wissen, was zum Teufel diese Artefakte wirklich sind und was sie können. Was immer sie sind, von ihrer Macht geht Gefahr aus. Und eines davon liegt direkt hier, mitten auf der Citadel. So sieht's aus. Ein großes Stück Gefahr. Aber das ist noch nichts Neues, dass die Artefakte nicht ganz ohne sind. So, wir schauen mal kurz ins private Terminal, ob wir... Ja, wir haben was gefunden. Ein Erinnerungsstück von Aria T. Loke. Shepard, ich habe Petrovskis Schachbrett auf die Normandy schicken lassen. Es passt einfach nicht zur neuen Ausstattung, die ich für das Afterlife geplant habe. Hatten wir das nicht schon mal? Ich glaube schon, das auch mit Captain Lee Riley. Warum werden die mir denn nochmal angezeigt? Komisch. Na gut, habe ich auf jeden Fall schon vorgelesen, da bin ich mir ziemlich sicher. Commander? Gut, dann geht's also direkt wieder zurück zur Citadel. Ja, 10 Jahre sind denen geklaut worden, das ist echt krass, oder? Also man muss sich das mal vorstellen, man arbeitet halt als Wissenschaftler auf einer Anlage, verfällt dann in diese schlafartige Indoktrination, wenn man so will. Und wenn man wieder aufwacht, sind 10 Jahre vergangen. Die Welt hat sich 10 Jahre weitergedreht. Eigentlich ist alles anders in der Zwischenzeit. Ist schon krass, finde ich. Na gut. Immerhin können sie jetzt wieder ihr Leben aufnehmen. Für viele andere gilt das nicht. Gut, wir merken also, die Art der Indoktrination ist ganz ähnlich denen der Reaper. Also es kann auch durchaus sein, dass das ein Reaper ist, ne? Wir begeben uns wieder zurück in Dr. Brysons Labor. Wir wollen natürlich mehr darüber hinausfinden. Wir haben ja auch schon ganz ähnliche Artefakte gefunden. Im zweiten Teil hatten wir so ein Ding sogar bei uns auf der Normandy mit rumliegen.
Wir müssen das Artefakt, das Sie hier haben, sofort abschirmen. Mit Ganos Daten sollte ich das ohne Probleme schaffen. Das verdammte Ding war die ganze Zeit hier. Warum sind wir nicht betroffen? Vielleicht ist der beim Artefakt verbrachte Zeitraum der Schlüssel. Nach einer bestimmten Zeit erhält Leviathan eine beeindruckende Fähigkeit zur Gedankenkontrolle. Oder vielleicht wollte er euch gar nicht indoktrinieren. Wer weiß, man weiß es nicht genau. Es kann ja auch sein, dass er gezielt nur bestimmte Leute indoktriniert. Ich finde das extrem gefährlich. Brysons Assistent wollte mich töten. Vielleicht hat Leviathan ihn kontrolliert, um sich zu schützen und Leute von seiner Spur abzubringen. Mag sein. Das zeigt nur, dass wir noch nicht wissen, womit wir es zu tun haben. Trotz des Risikos bleibt das Artefakt unsere einzige Verbindung zu Leviathan. Vielleicht finden wir hier im Labor mehr Informationen darüber. In Ordnung. Vielleicht hat Brysons Team etwas entdeckt, das wir übersehen haben. Ich schaue mich um. Genau das tun wir. Das Labor nach Hinweisen untersuchen. Ja, genau, das ist es wohl. Der Leviathan will nicht gefunden werden und genau deswegen legt er uns solche Steine in den Weg. Brysons Assistent, Hadley, gibt's was Neues über seinen Zustand? Er ist im Wachkoma. Die Ärzte glauben, der Status ist permanent. Aber die Bergarbeiter haben sich nach der Zerstörung des Artefakts erholt. Hadley verlor das Bewusstsein, als er ihre Fragen über Leviathan beantworten wollte. Es könnte der absichtliche Versuch gewesen sein, ihn dauerhaft zum Schweigen zu bringen. Wäre möglich. Na gut, der Kerl hat auf jeden Fall ordentlich Kraft zur Gedankenkontrolle oder zur Fernlenkung der Leviathan. Immer noch sympathisch. Energieemissionstests. Artefakt P3X118 von Derek Hadley. Erste Tests. Das Artefakt wurde negativ auf Infrarot- und Ultraviolett-Emissionen getestet. Keine Gamma- oder Röntgenstrahlung gemessen. Nachfolgende Tests. Das Artefakt zeigt keine Reaktion auf verschiedene Stimuli. Interne Messungen bleiben ohne Ergebnis. Keine Fortschritte bei der Bestimmung des Alters. Ich war vermutlich die ganze Nacht hier, nur um herauszufinden, dass dieses Ding vollkommen unwichtig ist. Bin am Schreibtisch eingeschlafen. Schlussfolgerung: Das Artefakt ist definitiv inaktiv und ungefährlich. Ich empfehle es zu Referenzzwecken hier zu behalten. Hier sollten alle in seiner Nähe bleiben. Warum? Auf lange Sicht ist es vielleicht nützlicher als Leviathan. Ich empfehle, die Suche nach Leviathan abzubrechen und produktiveren Studien nachzugehen. Okay, da hat er schon den Knacks weg gehabt an der Stelle. Sie haben das Artefakt auf Energieemissionen getestet. Und nichts gefunden. Ich empfehle trotzdem, die Abschirmung aufrechtzuerhalten. Ja, ich glaube nicht, dass das so gewöhnliche Strahlung sein wird im normalen Spektrenbereich der elektromagnetischen Strahlung. Das wird wohl irgendwas anderes sein, irgendwas Abgespacedes. Irgendwas Interessantes an der Struktur des Artefakts? Es besteht nicht aus den Standardkomponenten normaler Reaper-Technologie. Sonst nichts Besonderes. Das ist ja auch keine normale Reaper-Tech. Ich finde ihn so sympathisch, den Kleinen. Na gut, schauen wir uns weiter um. Haben wir hier vielleicht noch was auf dem Tisch? Nope. Dann wohl eher hier drüben, ne? Hier ist nichts mehr. Sovereign ist auch egal. Ich finde auch schön, dass die so ein Riesenstück von der Sovereign hier einfach so rumstehen haben. So, hier, die Projektdaten. Edi, an welchem Projekt hat Gano gearbeitet, als er das Artefakt gefunden hat? Basilisk. Haben Sie etwas über Basilisk? Mehrere Schiffe, eine mythische Kreatur und einen seltenen Feind mittleren Grades in dem Videospiel Galaxy of Fantasy. Er verfügt über einen Blickangriff, der synchronisierte Kills auslösen kann. In den Spielerforen gilt er als zu stark. Ich meinte das Projekt, Edi. Oh. Also, nein. Grandios. Es muss jedoch etwas über das Artefakt zu finden sein. Was ist mit dem Server? Brysons Assistent hat den Büroserver gelöscht und alle Backups zerstört. Wahrscheinlich vor dem Mord an Bryson. Aber laut Aufzeichnungen hat Bryson neue Nachrichten oben auf seinem persönlichen Computer. Einen Blick ist es wert. Ja, schauen wir da doch mal rein. Finde ich super, diese Referenzen zu irgendwelchen Computerspielen. Ich meine, damit trifft man immer den richtigen Nerv bei Gamern, finde ich zumindest. So, haben wir denn vielleicht hier auf dem Klo was? Kann er sein. Nee. Ich finde diesen Bücherhaufen so geil neben dem Klo. Ich weiß nicht, wie viel Zeit der dort drauf zugebracht hat, auf dem Pott.